Gut, dann hinein ins Schicksal. Na toll, ist ja nur dahinter. Das ist ja voll die Verarsche hier. Boah. Da war ich aber wieder bösartig, ne? Da war ich wieder bösartig. Meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von God of War Remastered Teil 3. Ja, ich lade mal den Spielstand, ne? Könnt ihr hier gar nicht sehen, was der mir gerade anzeigt hier. Wann war ich denn das letzte Mal? Was? Am 3.7. habe ich das letzte Mal gespielt? Wow! Das ist aber lange her. Okay, dann wird es wohl das sein, weil er zeigt mir das auch an. So, los geht's. Da, da, da. Oh, schon fertig. So, ach ja, ich muss mich dran gewöhnen, dass das hier nicht hier die Kamera ist, sondern hiermit kann ich mich umdrehen. Ach so, wir hatten ja hier genau das aufgeflammt, ne? Und hier geht's jetzt weiter. Ja, alles klar. Dann will ich gar nicht lange hier rumschnackeln. Was haben wir denn hier wieder? Ja, genau, Schrei. Dann holen wir uns mal ein paar grüne Kugeln. Und ein paar blaue Kugeln. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, ey. Was ist das denn hier? Hinfort mit dir. Da geht's bestimmt weiter, ne? Da singt aber einer schön, oder? Ach so, scheiße. Yeah, ich muss mir erstmal wieder angucken. Ach, das war der Bogen, ne? Damit kann ich halt wegflammen. Ja, ach guck mal, da steht eine Truhe. Ah, alles klar. Was haben wir denn da drin? Ein Minotaurenhorn. Sammeln Sie noch zwei, um Ihre Gegenstandskraft insgesamt zu erhöhen. Okay. Gut, also geht's hier weiter, ja? Komm, hopp. Ach, guck mal, in den Vasen ist auch was. Ist gut zu wissen, dann kann ich die nämlich auch alle mal zerstören hier. Oh, hier ist wieder was. Die beten die Seelen an, die darunter fallen. Oh, nein! Das sind diese Daktylen, ne? L1 gedrückt halten und... Ach ja. Jetzt, weißt du was, jetzt erinnere ich mich ein bisschen. Das war nämlich eine Stelle, die nachher kommt, wo du dich an diese komischen Teile hängen musst. Um irgendwie nicht am Boden... den Boden nicht zu berühren. Und da habe ich damals aufgegeben. So, machen wir erstmal die Seelen da platt. Ah, und da musst du dir erstmal alles merken auch. Ne? Dass du dir die da einfängst und so. Was liegt denn hier? Ein Schädel oder? Ach, eine Ratte ist das. Eine Ratte, aber die Aussicht ist ja mal wieder genial, ne? Ach ja, ich vergesse es immer. Ich will immer mit der Cam da hoch, aber er gibt den Weg so vor. Ich kann das überhaupt nicht verändern. Oh oh. Ah. Hat ja gerade noch geklappt. So, hier haben wir so einen Mischmasch drin. So, nu? Ist hier irgendwo ein Buch? Irgendwo ein Haken oder so? Scheiße. Wie komme ich denn da wieder weg? Ah, okay. Hier sind so Vorsprünge. Habe ich gar nicht gesehen. Okay, ich kann mich mit R1 herablassen. Ich kann mich herablassen. Okay, dann klettern wir mal nach oben. Ist das denn richtig?
Mein Gott, dieses Gebrülle da. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hin muss. Vielleicht doch weiter runter? Also links und rechts will Kratos aber nicht. Ach doch, hier. Ja. Okay, hier geht nicht weiter. Hier geht weiter. Gott, ey. Das ist ja spannend hier, ne? Okay. Immer hin und her hier, oder was? Ja, anscheinend. Immer hin und her. Das ist ja mal, was der mal runterfällt, ne? Wow. Okay, wo sind wir denn jetzt? Okay, jetzt geht's einmal an der Decke lang. Ich sehe nur nicht, ob ich mich runterlassen kann. Doch, sehe ich. Wie lasse ich mich denn nochmal runter? Ah, mit R1, okay. Hammer. Ach, guck mal, den Typen, den habe ich mir eben von unten angeguckt. Richter der Unterwelt. Cool. Und die halten an so einer Kette fest. Das ist ja geil, ne? Sieht mega nice aus. Okay, da muss ich anscheinend hin. Machen wir erstmal das grüne Kistchen hier auf. Ein bisschen Gesundheit. Ich habe das gar nicht gesehen, als ich voll daneben gesprungen bin. Naja, gut. Zweiter Versuch, ne? Was habe ich denn hier gemacht? Okay, wir nehmen mal unsere Icarus Wings. Eine Nachricht schmückt die Tafel. Steht das da? Jene, die ein Urteil wünschen, müssen die Prüfung des Erebos ablegen. Oh Gott, ich fürchte, ich muss eine Prüfung des Erebos ablegen. Ist das hier an dem Buch oder was? Prüfung 1, die Verdammten. Getrieben von Furcht können die Verlorenen der Oberwelt ihre Sünden nicht entfliehen. Ihren Sünden bestimmt, ne? Besiegen sie alle verlorenen Seelen und die Schergen, die ihr Schicksal bestimmen. Alles klar. Sicher, ey. Ach ja. Aber ich glaube, die soll ich gar nicht. Ich glaube, die soll ich gar nicht. Aber da kann ich leider nichts für, wenn ihr hier nebenher lauft, dann seid ihr mit dran. Bitte, er wird uns alle umbringen, ja klar. Er wird euch alle umbringen. Muss ich denn irgendwas hier Besonderes machen oder so? Ja, ich helfe euch, aber... Frech die da alle ab. Ja, ganz unbarmherzig. Wahrscheinlich habe ich das verkehrt gemacht. Aua!
Wahrscheinlich hätte ich das irgendwie anders machen müssen. Das ist so geil, ne? Echt so geil. Ach so, muss ich wieder an das Buch? Prüfung 2. Die Verlorenen. Warum sterben die verdammten Seelen im Hades nach Erlösung, wo sie doch auf ewig verdammt sind? Vernichten sie umherwandernde Seelen, bevor sie sich in Hades Armee verwandeln. Oh Mann. Och komm, in euer Ernst, ey. Das ist aber ein Fiesi hier, ne? Ah, okay. Boah, der ist so brutal, ne? Guck dir das mal an. Boah. Minotaurus-Stich. Ein Minotaurus so zu erledigen, verleiht immer Gesundheitsorbs. Ja, das ist doch schön. Dann versuchen wir den nächsten Minotaurus ja auch nochmal so zu erledigen, ne? Das ist doch schön. Wenn das Gesundheitsorbs gibt, ist doch fein. Ah, skrupellos. Mal gucken. Aua. Das ist aber gemein, was er mit mir macht hier, ne? Ja, ist ja gut. Aua, guck mal. Der ist ganz fies. Yes. Ist doch gut, habe ich wieder Gesundheitsorbs bekommen. Prüfung 3, die Auserwählten. Um ins Elysium zu gelangen, bedarf es mehr als Beharrlichkeit und Stärke. Stellen Sie sich dem Urteil und beweisen Sie Ihren Wert. Vernichten Sie alles. Ja, ist gut, ich bemühe mich. Ach, guck mal, eine Medusa. Die kriegt ja auch wieder besonders, ne? Schlitz auf. Ach, jetzt hängen da oben diese dämlichen Dinger auch noch rum, ne? Ja, genau. Wieder mal schöne Quicktime-Events, ja? Und aber die Haare ausgerissen. Yes! Boah, das ist aber jetzt hier ganz schön fies gerade, oder? Komm, dann krieg ich Gesundheit jetzt. Boah, ist der brutal. Aber der hat aber auch Späßchen da dran, ne? Ja, und nochmal, das ist ja mega nice, ey. Was für ein Moos, ne? Ja gut, ich muss mir die da oben holen. Die kleinen... Oh, wieder aufgemacht hier, das ist ja nett. Das ist ja nett, das war ja auch ganz schön viel hier. Liegt da irgendwie was? Ne. Okay. Ach, guck mal, jetzt lassen die die Kette los. Auf Geheiß des Zeus, wir sind die drei Richter. Erwarte dein letztes Urteil, Sterblicher. König Ajakos hält dich für unwürdig. König Radamantis hält dich für würdig. Nun obliegt mir, König Minos, die endgültige Entscheidung. Deine Zukunft ist in Schatten gehüllt. Das Reich des Jenseits ist noch nicht bereit für dich. Hinter dieser Tür liegt dein Schicksal.
Also. Das heißt, einer ist dafür und einer ist dagegen. Huch. Ach, guck mal, der kann ja sogar schwimmen. Eine prächtige Bronzestatue eines jungen Mädchens. Ich würde mir das mal angucken. Gut, dann machen wir natürlich hier erst die Kisten auf. Dann haben wir ein bisschen gemischt. Blau können wir ein bisschen gebrauchen, ne? Ja. Gut, dann hinein ins Schicksal. Na toll, ist ja nur dahinter. Das ist ja voll die Verarsche hier. Guck mal hier. Da war ich doch gerade. Was ist das hier? Das ist ja die Frage, ob ich da überhaupt her muss, ne? Oder nicht? Da ist so eine Kette. Und hier? Was ist das hier? Es glitzert hier so komisch. Keine Ahnung. Und das ist die andere Seite. Da ist auch nochmal so ein Teil. Kann ich nichts mit anfangen jetzt erstmal. Ein geladener Pfeil aus dem Bogen lässt ihn explodieren. Aha, okay. Okay. Das war ja nicht besonders klug, glaube ich, gemacht von mir, ne? Kann was? Das ist echt ein cooler Move hier. Da hat der echt keine Chance hier, der Minotaurus. Boah, ist das brutal, ey. So brutal. Ja, ich muss schon wieder überlegen. Was war? Das ist mein Pfeil, ne? Genau. Dann kann ich was explodieren lassen mit. Alles klar. Was ist das hier? Das ist schon wieder sowas. Wabernd ist hier. Hä? Was ist das denn? Ich war doch hier schon. Das verstehe ich nicht. Muss ich das verstehen? Irgendwie ist das komisch. Huch. Ist das denn hier richtig? Das weiß ich gar nicht. Komm, mach die Vase da kaputt. Das gibt's doch gar nicht. Ne, die geht nicht kaputt. Gut, dann geht sie eben nicht kaputt. Vater? Wer ist das? Yuppie? Oh. Du bist nicht meine Tochter. Nein. Aber ich weiß, wer du bist. Du kennst mich? Sie sagten, dass du kommst. Benennst du nicht, Kratos? Zeige dich, Hades. Wieder einer deiner Tricks. Wie üblich, Spartaner, irrst du dich gewaltig. Zeig dich, Feigling! Nicht so hastig, Kratos. Ganz ruhig. Wir haben schon bald Zeit zum Spielen. Hades war das. Naja. Über so Ketten bin ich auch schon mal rüber und dann kamen mir welche entgegen, ne? Mein Gott, dieses Geschrei da, das ist echt der Oberbrüller. Aber es ist mega, ne? Mega, mega, mega. So.
Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Und was mache ich jetzt hier? Ah, hier vielleicht. Mhm. Okay. Dann kann ich ja hier wieder runterklettern. Das war Hades. Den werden wir bestimmt auch noch begegnen. Und dann... gibt's bestimmt Theater. Was haben wir hier? Notiz einer gequälten Seele. Ich war für ihn verantwortlich. Ich musste ihn großziehen und ihn falsch und richtig lehren. Wer sich ihm nähert, leidet oder stirbt. Seine Frau, sein Kind, sein Bruder und jetzt ich. Ich habe versagt als Mutter, als Mensch. Seine Sünden sind meine. Bestrafe mich für seine Fehler und vergib meinem Sohn. Aha. Aber an wen richtet sich der Brief denn? Guck mal hier. Einmal hier durchquetschen. Ja, sehr gut. Treibt das auch immer, ne? Irgendeinen habe ich getroffen. Was ist das hier? Was kriege ich denn da auf mich zu? Okay, jetzt haben wir hier erstmal wieder ein paar Orbs. Ich glaube, die sind ja wichtig für die Waffe gewesen, ne? Die Musik ist immer so schön, die so nebenbei so ganz ruhig. Die Atmosphäre da. Wow. Da war ich aber wieder bösartig, ne? Da war ich wieder bösartig. So. Jetzt, ja. Okay, haben wir was zum Abflammen gleich? Und es sieht aus wie ein Aufzug irgendwie. Gucken wir uns gleich mal an. Ich hätte jetzt gerne erstmal... Ich glaube, ich brauche keine grünen. Ne, ich brauche blaue. Ich lese mal eben die Notiz. Notiz einer gequälten Seele. Er hätte mich retten können. Er hielt mein Leben in seiner Hand und ließ los. Ich war zwar nur ein Kapitän, doch er behandelte mich, als wäre ich nichts. Er ist schuld an meinen Qualen. Ich hoffe, er leidet genauso im Hades wie ich. Verdammt sei der Geist Spartas. Ja, ich möchte grün. Ne, blau wollte ich, ne? Ja. Blau. Ja, guck mal, wenn du das vergessen hast, dann sagt dir der das nochmal. So, haben wir jetzt hier einen Grill oder was? Ja, so was ähnliches, ne? Ist jetzt so ein Luftzug. Sehr schön. Das funktioniert ja. Aber was sind das für Viecher hier? Und nu? Hallo? Ach so, hier. Wie gemein! Voll die Spitzen da dran. Okay, jetzt sind wir grün. Für die Gesundheit. Hier ist nochmal eine Ratte. Und was haben wir hier? Was mache ich denn damit? Oh,
Okay, jetzt reicht es. Jetzt reicht es mir mit euch. Ich weiß gar nicht, was ich hiermit mache. Irgendwo muss das ja hin. Komm. Ich habe aber keine Ahnung. Muss das vielleicht da runter oder was? Nee. Kann ja nicht. Was soll ich denn damit machen? Ich habe keine Planung, ne? Was ich damit mache. Die. Da gibt es ganz viele von. Aber was mache ich damit? Hier gibt es da noch mehr von. Ich habe keine Ahnung, ne? Das fällt ja auch jetzt nicht darunter unbedingt. Aber ich glaube, das war nicht richtig. Und wenn das nicht richtig war, siehst du, dann kommt das nächste darunter gefahren. Aber ich glaube, selbst wenn ich das da klar mache, ist das ja auch nicht richtig. Wo muss es hin? Da kann das nicht. Das kann nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es dahin muss. Aber ich kann mir gerade gar nichts vorstellen, wo das hin muss. Überhaupt nichts. Also klar, ich komme hier nochmal runter. Aber dieses Ding da, obwohl das könnte ja sein, dass das oben andersrum arretiert. Ja gut, wir probieren es nochmal. Da muss ich das aber nochmal machen, weil ich habe natürlich jetzt dieses dämliche Fass nicht vorne hingezogen. Ja doch, ich muss das da drauf nehmen. Gut. Nochmal. Ich habe dann eben ein paar Sekunden Zeit, das zu machen. Schieben wir es nochmal ganz ran, komm. Kratos, du sollst das da ranschieben. Ja, super. Jetzt holen wir uns das Scheiße, das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich mir bestimmt ganz doll wehgetan. Ganz doll. So, das heißt, das muss einmal nach unten. Und irgendwo hin. Aua! Jetzt habe ich aber die Schnauze voll von euch hier. Das ist so geil, ey. Ich mag das so, ne? Und wenn das in so Slow-Mo geht, ne? Das finde ich so genial. So geil. Hat auch noch nicht genug, ey. Boah, was sind denn das für Gegner? Immer voll ins Auge gestochen da. Ist ja nicht... Boah, ich will hier meinen Fass da runtertragen, ey, und ihr seid so fies. Aber was soll ich damit? Jetzt habe ich das Fass hier, ja. Schön. Und nun? Warte mal eben. Vielleicht muss ich das ja... Ne, hier... runterschieben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja doch, das schwebt dann da. Und damit kriege ich die Tür auf. Also, ist klar. Ja. Und was sollte das jetzt?
Ach du liebe Güte. Jetzt hab ich dieses Ding runtergeholt, oder was? Ach, ich kann nicht mehr, ey. Hopp. Alles klar. Boah, das war aber jetzt auch nicht einfach, ne? Das war gar nicht so einfach. So, weg hier, ey. So, das hackt. Ich kann nicht mehr, ey. Komm, Bob. Bist du uns alle hier? Boah, das macht so ein Fun hier, ehrlich. Leute, das macht so Fun. Einfach so ein bisschen rumhack and slay. So, noch eine Phönixfeder gefunden, um meine Magie zu erhöhen. Eine also noch. Yeah, ich will noch ein bisschen metzeln. Yes. Geile Sache, ey. Ja, wie, das war's jetzt hier, oder was? Wow. Aber ich glaube, die kann ich nicht loswerden, die Arme, ne? Die kommen immer wieder, ne? Ja. Ja. Ach, guck an. Hier musste ich hin. Wie witzig, ey. Das ist ja geil. Das ist ja mega geil. Hello. Mach mal kurz die Kisten auf hier, ne? Das sind bestimmt auch nur so ein paar Seelen. Dahinter hockt auch so eine in der Vase. Aber das ist mir auch egal, wer das ist. Das wird getötet. Drüm. Halt die Klappe da oben. So, was haben wir? Noch eine Kiste? Ja, komm. Sich auch richtig vorstellen, ne? Sonst kriegst du die nicht. Hier noch so ein paar Vasen. Was haben wir hier? Das ist das Tor mit dem Riesenhammer. Ich glaube, Tor hat damit nichts zu tun hier mit dem Ganzen. Ja, sicher! Ihr seid ja nicht ganz dicht, ey. Oh, oh, oh. Ich glaube, das ist jetzt nicht so gerade so sehr dienlich hier, diese Viecher. Ich glaube, das mit dem Bogen kommt besser. Okay, den einen habe ich. Der komme ich nicht dran. Yes. Scheiße, ich habe den Hammer verloren. Ich habe den Hammer verloren. Gib den her. Ich bin noch mal dran. Wusch. Aua. Aua! Ey, es gibt's doch gar... Ja, sicher! Ob das wohl fies ist hier zu zweit? Gib her! Ich hau dir eins übers... Steinfressbrett oder was auch immer du bist, ey. Ma, haut ab hier, ey. Das gibt's doch gar nicht. Guck mal. Meine Güte, das gibt's doch gar nicht. Echt.
Boah. Anstrengende Viecher, ehrlich. So, da können wir ein bisschen lesen. Die Tiefen des Tartarus, die versenkten Lande, erstreckten sich, soweit das Auge reicht. Wow. Das sieht aber auch übel aus da, ne? Wie wird der mal mit so einem Speicherpunkt hat, finde ich jetzt mal ganz angemessen, ne? Mann, ey, das war aber schon ganz schön heftig hier. Ist kein Speicherpunkt, ne? Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Oh. So, einmal ein bisschen Gesundheit. So. Und hier. Was denn jetzt? Ich wollte gerade da runterschweben. Wie wär's mit einem Speicherpunkt? Bitte, bitte. Ich hätte gerne einen Speicherpunkt. Jetzt bin ich hier eingesperrt, ey. Sei nicht euer Ernst. Ich bin hier voll eingesperrt. Die Schmiede. Ja, machen wir das anders, ne? Ganz einfach. Wir machen das nämlich jetzt so, dass ich das hier beende, weil es ist schon echt viel Zeit vergangen. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch jetzt einen geilen Tag, einen super Morgen, einen tollen Abend, was auch immer. Genießt das und bis dahin. Ciao, ihr Lieben.